Willkommen bei Wirtschaft TV. Heute im Talk Thomas Middelhoff, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Medienkonzerns Bertelsmann, danach von Karstadt Quelle, später Arcandor. Ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns sind, Herr Middelhoff. Schönen Dank für die freundliche Begrüßung. Sie haben Ihr Buch mitgebracht, oder na, ehrlich gesagt, wir hatten Ihr Buch schon vor Ihnen da. Also Sie erzählen uns über Ihr aktuelles Buch, Zukunft verpasst. Gott sei Dank heißt es nicht nur Zukunft verpasst, warum Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat zum einen und wie uns die Krise hilft, den Anschluss doch noch zu schaffen. Also ist auch noch was Positives gleichzeitig drin enthalten. Ich würde Ihnen gern noch einige persönliche Fragen später stellen, wenn wir dazu kommen. Aber erstmal ja, gehen wir natürlich auf das Buch ein. Dass geklagt wird, Deutschland hat den Anschluss verpasst, Digitalisierung, das ist ja erstmal nichts Neues. Sie werden aber viel konkreter in dem Buch und sagen, es gab aber einen ganz konkreten Zeitpunkt oder sogar ein ganz konkretes Jahrzehnt. Das war ab dem Platzen der Dotcom-Blase. War das die große Bremse für die Digitalisierung in Deutschland insgesamt? Ja, man muss sich noch mal im Rückblick vor Augen halten, dass eigentlich in der Phase zwischen 1994 so ungefähr und 2000 Digitalisierung, neue Technologien en vogue waren, aber auch sehr spekulativ getrieben waren. Ja? Parallel und vorauseilend zu der Entwicklung in Deutschland gab es den Nasdaq, der zu neuen Rekorden kam. Und dann hat natürlich auch die deutsche Börse gesagt und auch interessierte Finanzdienstleister in Deutschland, führende Banken auch, wir brauchen sowas Ähnliches wie Nasdaq in Deutschland. Also wurde der neue Markt initiiert, ja, ohne dass man wirklich ein Verständnis darüber hatte, welche Unternehmen denn dort gelistet werden sollten. Mhm. Während an der Nasdaq ganz klare Vorgaben waren, Technologiebezug und so weiter und so fort, und Unternehmen wie Microsoft Beispiel damals schon den Weg zur Nasdaq fanden, war das in Deutschland eher so ein bisschen unbestimmt. Da war mehr so das Interesse, wir wollen ziemlich viel jetzt Kapital hier ansammeln. Und das funktionierte dann auch eine begrenzte Zeit ganz gut. Aber dann waren da auch zu viele Firmen gelistet. Ja, ich würde mal sagen, wo deren Präsentationen deutlich besser waren als das darunterliegende Geschäftsmodell. Die Investoren waren ein bisschen zu gierig, ja, die dort Geld anlegten. Die wollten im Schlaf und im Vorbeigehen ohne Risiko, wie sie dachten, Rendite machen. Ja, und dann gab es natürlich Banken, Finanzdienstleister und. Legal Firms und so weiter, die dort ihr Geschäft machen wollten. Das Ganze crashte, das war vorhersehbar, genauso wie der Nasdaq crashte. Aber der Unterschied damals zu Amerika und zu Deutschland war, dass in Deutschland gesagt wurde, das hat einen Grund, nämlich die Digitalisierung, das ist doch alles nur Fake, ja, und alles wurde verdammt, was irgendwo mit Internet oder Digitalem in Zusammenhang stand. Während die Amerikaner gesagt haben, das war eine Blase, die musste korrigiert werden. Aber in Silicon Valley an der West Coast ist das mit reduziertem Niveau alles schön weitergelaufen. Hier in Deutschland wurde alles plattgewalzt, was mit dem Digitalen zu tun hatte. Und das war ein Zeitraum, beginnend in 2000, als die Korrektur sozusagen einsetzte. Und das hielt durch bis 2010. Ja, Abstinenz von allem, was digitale Geschäftsmodelle sind. Ja, Sie haben mal gesagt, es wurde en vogue oder es gehört einfach zum guten Ton, in dieser Zeit rauszugehen dann und zu sagen, ich habe damit nichts zu tun praktisch. Ne? Also sich zu distanzieren von ja, Venture Capital, ja, oder von vielen Investitionen, die vorher gerade gehypt wurden. Ne? Ja, Sie haben ohne Frage recht. Das war auch die Beobachtung meines Co-Autors Conny Börsch, einer der führenden Venture Capitalists in Europa. Der ist genauso wie ich, unabhängig voneinander, haben wir festgestellt, auf einmal drehten sich alle um, wurden sozusagen vom Saulus zum Paulus oder vom Paulus zum Saulus, egal wie man es jetzt gerade sieht, unter welchem Blickwinkel. Aber die machten dann anschließend genau das Gegenteil von dem, was sie vorher schick fanden. Ja? Und dass diese Entwicklung und die Konsequenzen daraus erst sichtbar werden, 10 Jahre oder 20 Jahre später. Ne? Das ist immer das Phänomen des zeitlichen Versatzes. Ja? Also Sie treffen eine Entscheidung in 2000 beispielsweise, sehen die wirklichen Konsequenzen, aber erst mit einem Timelag von 10 Jahren. Wie war das denn für Sie damals? Also Sie waren von 98 bis 2002 federführend bei ganz vielen Projekten, digitalen Projekten eben bei Bertelsmann. Also Sie
waren ja darauf konzentriert und plötzlich sollte das alles überhaupt nicht mehr wichtig oder nicht mal mehr richtig sein. Nicht nur nicht wichtig, sondern eher sogar falsch sein. Also wurden Sie da zum Einzelkämpfer oder in was für einer Position waren Sie da? Ja, ich sag mal so, der Einzelkämpfer war ich eigentlich so ab Anfang der 90er Jahre, als ich Strategiechef bei Bertelsmann wurde. Als Vorstandsmitglied war ich zuständig für die Strategie des Konzerns. Mit dem Schwerpunkt auf digitale Technologien. Damals wurde das noch Multimedia genannt. Ja. Ja. Und also da war ich tätig in diesem Bereich mit 14, 15, 16 Mitarbeitern. Ja, das war's. Das war die Strategieabteilung damals von Bertelsmann. Und da haben wir so die ersten Investments vorbereitet, fanden per Zufall, die Strategie wird ja immer nachher gemacht, den Zugang zu Online-Services, wie es damals hieß. So, und haben uns dann in einer Mischung aus Genialität und Übermut entschieden, nicht in Microsoft Network zu investieren, sondern in AOL, was damals überhaupt gar keiner kannte, America Online. Und das wurde dann in den nachfolgenden Jahren zu dem führenden Internetdienstleister der Welt. Ja. Ja. In der Spitze, in der Blüte von AOL ging weltweit 85% des Internet-Traffics über AOL. Und AOL bekanntlich hat dann ja 2000 Time Warner übernommen, das bis dahin größte Medienunternehmen der Welt. Das war natürlich eine irre Zeit. Ja. Also, zu einer Zahl nochmal dazu, das hat 8 Milliarden Dollar hat das Bertelsmann gebracht. Ist das, ja, ne? das war so. Also wir haben das Eigenkapital verachtfacht mit der einen Investition. Und da hätte man ja annehmen können, dass man sagt, okay, war vielleicht Glück dabei, war auch Zufall dabei, aber war das jetzt wirklich pures Spekulantentum? Zumal ja doch auch ganz offensichtlich war, dass ein Medienunternehmen viel stärker durch die Digitalisierung herausgefordert wird, als ein Unternehmen, das in physischer Produktion tätig ist. Ja? Medieninhalte kann man digitalisieren. Und in digitaler Form von A nach B liefern. Das können Sie mit dem Auto schlecht machen, ja, oder mit dem Lastwagen oder mit Häusern oder so. Aber bei Medien ist das im Prinzip das komplette Inhaltepaket digitalisierbar. Deswegen war für mich von Anfang an klar, wir sind viel, viel stärker in der Medienindustrie herausgefordert durch die Digitalisierung als irgendwer anders. Aber auf der anderen Seite war für mich auch klar, uns bieten sich auch viel, viel größere Chancen, wenn wir früh genug energisch und tatkräftig, aber auch mit dem richtigen Risikogefühl voranschreiten. Sie haben da ja auch sogar mal von Jeff Bezos eine Anekdote erzählt, also es ging mal darum, um eine Zusammenarbeit mit Amazon. Und das hat letztlich, sage ich mal, die grauen Herren vielleicht nicht erreicht. Ne? War das so das Problem? Also, dass da die Vorstellungskraft fehlte, was überhaupt kommen kann, was da so daraus entstehen könnte? Ja, ich meine, Sie müssen oder die Zuschauer müssen sich versetzen in Ende der 90er Jahre. Ein beschaulich westfälischer Ort, ostwestfälischer Ort, Gütersloh. Ja? Ein sehr gut funktionierender Weltkonzern. Ja. Ja? Der traditionelle Mediengeschäfte betreibt, Gruner und Jahr und, Druckereien und so weiter, Buchclubs. Ja. Und dann kommt so ein junger Vorstand, nämlich der Thomas Middelhoff, und sagt, ich habe da einen, der hat in E-Commerce-Geschäft investiert, ein Startup gemacht, das heißt Amazon. Und mit dem würde ich gerne John Venture machen. Und ich möchte den gerne mal einladen als Gast einer Vorstandssitzung, damit Sie, liebe Vorstände von Bertelsmann, ihn kennenlernen und sich ein Gefühl entwickeln können. Jedenfalls, wir würden gerne mit dem John Venture machen, ja, unsere Strategieabteilung. Und der Jeff Bezos, das ist eine ganz süße Geschichte, der hatte mir erzählt, ich war anfangs einige Male bei ihm in an der West Coast gewesen, in Seattle. Und da hat er mir erzählt, dass er Honeymoon machen würde in Europa, und zwar in der Türkei. Und dann habe ich gedacht, prima, also dann haben wir jetzt so ein LOI im Entwurf, Letter of Intent. Der ist in Istanbul mit seiner Braut und dann lasse ich ihn mal eben einfliegen nach Gütersloh. Da hatte der auch gar kein Problem mit, also er war ganz froh vielleicht auch mal für sich alleine zu sein. Also die Firmenmaschine wurde nach Istanbul geschickt, Jeff Bezos stieg ein und die landete, wir hatten damals den Zugriff auf einen ehemaligen Militärflughafen in Gütersloh, da ist er gelandet.
Und Auto und Fahrer holten ihn ab. Und meine Sekretärin kam und sagte in die Vorstandssitzung rein, Herr Bezos fährt gerade vor. Und das war das Zeichen für mich, runterlaufen, ihn in Empfang nehmen. Und dann bin ich runtergelaufen und dann stieg der aus dem Wagen und hatte so ein Baseball-Käppi auf, ja, hatte Cut-Offs, also so Bermuda-Shorts, Jeans, ja, stramme Waden, ja, und dann hat er noch einen Rucksack gehabt, ja, und dann habe ich gedacht, und ein Poloshirt. Ich habe gedacht, du liebes bisschen, ja. Und dann war mir schon klar, das ist jetzt nicht das optimale Outfit für so eine Sitzung, ja, ja. Wo alle im Anzug, das war ja damals. Er wusste Asan. Schon, aber also ja, klar, was von Anlass er kommt. Der ja, war okay. Schon immer unabhängig, ja. Ja. Provozieren wollte er gar nicht, er war ein unabhängiger Geist immer. Also mitgekommen und dann gab es halt die Diskussion über Amazon, das Geschäftsmodell. Das erste war, dass der Wagen, der Name kritisiert wurde, man würde da an Amazonas denken und so weiter und so fort. Verstand der Jeff nicht so richtig. Dann wurde er gefragt, ob er denn gedenken würde, außer Büchern und vielleicht auch CDs, irgendeine andere Produkte mal über seine Plattform anzubieten. Hat er gesagt, natürlich. Und dann wurde gefragt, zum Beispiel Elektroartikel. Ja klar, hat er gesagt. Dann fragt ein anderer Vorstand, Rotwein auch? Dann sagt er, klar. Und da habe ich gemerkt, das nimmt ja keinen guten Verlauf. Die konnten sich das absolut nicht vorstellen. Ja, und dann gab es auch keine Fragen mehr. Er hatte auch keine Fragen mehr und haben ihn wieder runterbegleitet. Und als ich zurückkam, sagte dann der Vorstandsvorsitzende, du brauchst hier gar nicht mehr mit abstimmen, ist abgelehnt. Also. Ja, rückblickend ist das natürlich immer alles einfach zu sagen. Und damals war es, also teilweise fehlte vielleicht wirklich die Vorstellungskraft, oder? Dass das gar nicht so abwehrend generell gemeint war, sondern das klingt skurril vielleicht, wenn man nicht so progressiv denkt. Das ist eben, wenn man jetzt zurückblickt, eben immer die Frage des Urteilsvermögens, weil ja damals unglaublich viele Initiativen auch gestartet wurden, die aber, wenn man heute aus der heutigen Sicht zurückguckt, ganz klar eigentlich weit weg neben dem Stammgeschäft Medieninhalte waren. Ja? Also jeder wollte auf einmal, nachdem die 8 Milliarden da in die Kasse gerasselt waren, wollte auch sowas machen. Ja. Und sie konnten gar nicht so schnell gucken, wie jeder glaubte, ich mache jetzt auch so eine kleine Kiste wie der Thomas. Und da ist wahnsinnig viel Geld verbrannt worden, weil das überhaupt nichts mit dem Kerngeschäft zu tun hat. Und auch die Fähigkeit fehlte, sich darauf zu fokussieren, das zu machen. Auf der anderen Seite sind aber viele große, wichtige Dinge nicht umgesetzt worden. Ja, wenn man jetzt mal zurückguckt, damals die Entscheidung, Napster zu machen, halte ich für nach wie vor die eindeutig richtige und ich halte es strategisch gesehen im Rückblick auch für eine dramatische Fehlentscheidung, das damals nicht durchgezogen zu haben. Ja? Und davon gibt es einige Beispiele. Also wenn man die Learnings mitnimmt daraus, ne? Auf der einen Seite hätte man nicht so viel Wildwuchs zulassen dürfen, ja, aber das ist schwierig im dezentralen Laden. Und auf der anderen Seite sagen müssen, dort, wo es aber wirklich um den Kern unserer Medieninhalte geht, darauf müssen wir uns konzentrieren, fokussieren, das durchsetzen. Es war ja eben noch eine komplett andere Zeit. Ich habe auch zu der Zeit moderiert, da hat der Produzent gesagt, wir brauchen jetzt mal so einen Computer auf deinem Schreibtisch, nicht nur das Faxgerät mit Internet, dann können wir mal eine E-Mail vorlesen in der Sendung. Ja. Und ich habe gesagt, nee, das brauchen wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob das, also wann das mal notwendig werden sollte und habe das belächelt. Mhm. Also selbst ich kann mich davon gar nicht freisprechen, das mal völlig falsch eingeschätzt zu haben. Aber Sie sind ja schon, Sie müssen ja schon so eine Ader haben, also Ihre Promotion ging ja schon darum, um Bildschirmtext, ne? BTX. Das, also haben Sie eine Ahnung, woher das kommt, dass Sie schon so früh in diesem Thema drinsteckten? Also dieses Thema neue Medien, wie es damals hieß, hat mich fasziniert, weil es was völlig Neues war und ich irgendwo eine Medienaffinität habe. Ich wollte ja auch mal Publizistik parallel zur Betriebswirtschaft studieren und deswegen hat mich das sehr angesprochen. Und dann war ich einer der ersten Forschungsassistenten, wissenschaftlichen Assistenten, der auf diesem Thema als Betriebswirt arbeitete. Ne? Aber es war ein reiner Zufall. Und damals wusste ich ja auch nicht, dass ich mal zu Bertelsmann gehe und später mal gefragt werde, bitte, bist du bereit, die Strategieabteilung zu übernehmen? Reiner Zufall. Und ich glaube auch meinem damaligen Chef, dem Dr. Wössner, war gar nicht klar, als er mich da draufsetzte, dass ich früher mal über Online-Medien promoviert hatte. Also die Strategie wird immer nachher gemacht, habe ich gelernt. Ja. Also ich könnte das ganz anders verkaufen, war aber nicht so. War wirklich, glauben Sie es mir, reiner Zufall. Aber der Zufall hat dann dazu geführt, dass ich schon in der Lage war, zu urteilen, gehe ich jetzt mit Microsoft Network,
Marvel hieß das Projekt damals von Microsoft, oder gehe ich mit AOL? Ja? Mhm. Und das ist ein bisschen Urteilsvermögen, was man ja schon haben muss, was ein bisschen fundiert sein sollte. Aber alles andere war Zufälligkeit. Und das, was Sie eben angesprochen haben mit dem Faxgerät, ne? Wenn man das mal auch nicht nur in der Retrospektive, sondern aus heutiger Sicht sieht, ja? Das ist ja sowas von in dieses Faxgerät, beim RKI nämlich, ja? Ja, dass man sich vorstellt, dass in südostasiatischen Ländern die Pandemie oder Pandemie, wie immer gesagt wird, komplett digital gemanagt wird, ja? Und hier bei uns mit Faxgeräten, mit Bundeswehrsoldaten, die das Tracking machen sollen. Das ist eigentlich das Drama. Ja? Weil in die Köpfe der Deutschen, vor allen Dingen der Politiker, geht ja nicht rein, dass die Digitalisierung an dem Virus natürlich nichts ändert. Das ist vollkommen klar. Aber sie können ganz anders managen, ja, wenn sie digital aufgestellt sind. Und das ist schon wirklich... Ganz wichtig ist ja, es gibt ja auch nicht die Definition von Digitalisierung. Ich habe das mal erst so ganz klar erfahren von einem CEO eines Unternehmens, das wiederum die Digitalisierung von Unternehmen durchführt. Dass da manche natürlich darauf kommen, dass sie sagen, so, wir wollen jetzt unsere Rechnungen auch mal scannen. Und also irgendwelche Sachen, das ganze Papier, das wir haben, auch mal in den Computer bringen. Die dann erstmal lernen, sagen, echt, ach, ihr könnt das so scannen, dass wir nachher Suchbegriffe eingeben können. Also es wird richtig nutzbar oder... Es soll gar nicht mehr das Papier erst geben zum Scannen, sondern wir verändern idealerweise die Abläufe und nicht einfach nur an dem Alten hängen und das Alte anders behandeln. Und das heißt, nicht die Digitalisierung. Ne? Sie haben komplett recht, ne? Das ist gar keine Frage. Nur erschwerend beim Medienunternehmen tritt hinzu, dass nicht nur die Abläufe sich anders gestalten lassen, komplett digital abbilden lassen, sondern dass im Prinzip die frühere Wertschöpfungskette auf einmal gar nicht mehr existent ist. Nehmen Sie Beispiel Musik. Früher war es so, dann hatten Sie ihr Label, ja, da wurden die Kreativen, die wurden betreut. Dann war Recording, Mastering, also das Produzieren der CD. Dann kam die Distribution, große Warehouses, wo das ganze CD-Zeug lag und dann wurde das physisch ausgeliefert. Ja. So hat immer die Musikindustrie gelebt und gewirtschaftet. Und die wussten, mal war es die große Scheibe, dann war die Scheibe nicht mehr da, dann war es die CD. Aber sie haben immer die gesamte Wertschöpfungskette besessen und gemanagt. Ja. So, und jetzt kommt da irgendwas Neues um die Ecke und sagt denen, ihr braucht überhaupt gar kein Mastering mehr in dem Sinne, ihr braucht kein Pressen mehr, ihr braucht kein Einlager mehr, ihr braucht keinen Vertrieb mehr. Also, dass die dann erstmal völlig erstaunt da sitzen und sagen, wie das denn, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber wenn dann das Gleiche sich entwickelt, im Filmbereich und die noch immer nicht wach werden, ja, und dann das Gleiche sozusagen im Fernsehbereich, ja, Streaming, ja, wie können solche Formate noch so ungehindert sich durchsetzen wie Netflix oder gebrandet jetzt Disney und niemand hier in Deutschland reagiert früh genug? Da fragt man sich also wirklich, wie lange wollt ihr noch schlafen? Ja. Aber wie kann das denn sein? Also das ist ja wirklich die Frage. Dazu werden Sie ja auch eine Idee haben. Also man sagt es so dahin, rhetorisch, zusammen, wie ist das denn möglich, dass das alles passiert? Aber wie ist das möglich? Das haben wir versucht in dem Buch zu beschreiben. Nicht nur das verlorene Jahrzehnt, sondern vor allen Dingen die Haltung der Elite. Ja? Und wir sagen ja nicht, das liegt jetzt hier an dem Konsumenten X oder Y, der nicht veränderungswillig ist, sondern es liegt an der Elite Deutschlands, die nicht ausreichend Veränderungs- und Gestaltungswillen haben. Das können sie in der Politik haben, genauso wie in den Spitzenpositionen der Wirtschaft. Und wir haben das klassische Verhalten von Managern beschrieben in dem Buch. Ja, warum es Anpassungswiderstände gibt, warum es auch immer den Blick auf den eigenen Vertrag geht und dann die Laufzeit einer solchen Investition, ja, das klafft auseinander vom zeitlichen her. Ja. Mhm. Aber auch bei Politikern, die sagen, warum denn jetzt sowas machen? Ich will wiedergewählt werden in 4 Jahren, ja, und bis dahin ist der Erfolg solcher Projekte ja noch gar nicht wieder da. Davon haben wir zu viel also wir haben zu wenig Mut, zu wenig Bereitschaft, ins Risiko gehen, kontrolliertes Risiko zu gehen und zu viel Opportunismus und Mainstream-Denken. Ja? Und das ist wirklich traurig. Und Sie sagen, klar, da ist noch die Unterzeile, wie wir es noch schaffen können. Ja. Aber den einzigen Mut, den wir aus der Analyse des Zustands im Bereich der Digitalisierung in Deutschland
gezogen haben, der kommt eigentlich jetzt aus den Erfahrungen mit Corona. Was wir nämlich gesehen haben, die Verbraucher sind ja in der Lage und willens, das einzusetzen. Ja? Und wenn jetzt wirklich die Politik und die Wirtschaft erkennt, dass an entscheidenden Stellen geschlafen wurde und wir rückständig sind, dann kann man es ja vielleicht nochmal korrigieren. Ja, weil es jetzt ganz praktische Anwendungsfälle sind. Also Schulen, der Fernunterricht, wie soll das funktionieren? Es ist großenteils noch chaotisch eben und es funktioniert eben nicht richtig, bis hin zu Meldungen, Zahlen, Statistiken mit ganz langen Verzögerungen und all dem. Also immer härter kann es einen eigentlich kaum treffen. Naja, geht immer noch. Aber es ist jedenfalls aber schon jetzt sehr auf der anderen dringend. Seite, wenn man mal genau hinschaut, erkennt man auch, welches unternehmerische Potenzial mit Digitalisierung verbunden ist. Nehmen Sie mal diese ganzen Takeaway-Services, die Sie jetzt haben. Also die Gastronomie ist ja praktisch seit einem Jahr flachgelegt worden. Ja. Ja? So, und die pfiffigen Gastronomen um die Ecke, die sagen, ich mache Takeaway. Ja? Die gestalten ihre Website neu. Die haben auf einmal einen Delivery-Service. Ja? Die arbeiten mit Lieferando oder sonst wem zusammen. Und wenn Sie mal hören, was die dort umsetzen, ist das mehr als nennenswert. Ja? Und ich habe da so einen Respekt vor. Ne? Also man hätte ja auch sagen können, jetzt bin ich platt gemacht worden und Dings und so weiter und so fort. Nein, die sind hingegangen und haben gesagt, so können wir uns selber helfen. Und es ist ja auch die große Frage, wenn wir wieder zu normal zurückkommen, das wird ja irgendwann mal sein, ja? Wie nachhaltig ist eigentlich das Konsumentenverhalten verändert? Klar gibt es wieder eine Rückbesinnung auf Freude, Gastronomie und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Sie werden immer einen Bodensatz haben, der sagt, so schlecht war das gar nicht. Und das ist ja auch gar nicht kompliziert, das mal zu bestellen. Oder über Amazon sich das Ganze zuliefern zu lassen, hat ja auch Vorteile. Ja? Und nicht immer im Baumarkt zu müssen. Ich glaube, dass wir mit einem nachhaltig veränderten Konsumentenverhalten aus dieser Pandemie jedenfalls rausgehen. Was sich ja auch schon bei den HR-Abteilungen jetzt deutlich durchsetzt. Ne? Also das Homeoffice, wir brauchen irgendeine Lösung, dass es ähnlich weitergehen kann, zumindest 2-3 Tage in der Woche oder so. Also das ist, es wird eben nicht mehr ganz zu dem Alten zurückgehen wahrscheinlich, sondern es ist eine echte Zeit der Veränderung. Ich glaube, gerade im Bereich der Distanzarbeit, ja, also nehmen wir es mal Homeoffice, aber arbeiten auf räumliche Distanz, wird es eine gravierende und nachhaltige Veränderung geben. Ich glaube, das ist den meisten Menschen nicht klar. Also wenn man da mal wieder den Blick wagt nach Amerika, ja, wenn ein Konzern, der ja nicht mehr ganz klein ist, wie Facebook hingeht und sagt, wir werden dauerhaft remote arbeiten. Ja. Ja, dauerhaft, für immer. Ja, und jeder kann sich entscheiden, welche Arbeitsform er will. Und dann, wenn er sagt, ich will Homeoffice, dann ist er dauerhaft drin. Wir richten 4 oder 5 große Hubs über den amerikanischen Kontinent aus. Ja? Und wer die Notwendigkeit sieht, physisch sich mit anderen auszutauschen, der kann diese Hubs in Anspruch nehmen. Aber ansonsten arbeiten die remote. Und um jetzt auch diese pfiffigen Mitarbeiter, die dann sagen, okay, dann ziehe ich in die Rocky Mountains, da sind auch die Lebenshaltungskosten niedriger. Ja. Dafür ist ein Index entwickelt worden, der das berücksichtigt, sodass man nicht dadurch jetzt einen gespreizten Vorteil hat. Ja? Aber ansonsten sind die ziemlich weit. Ja? Und ich glaube, dass in dem Bereich Homeoffice deutsche Unternehmen schneller folgen werden, als das eigentlich am Anfang der Technologieentwicklung der Digitalisierung der Fall sei, weil es ganz einfache Vorteile hat. Ja, und es funktioniert auch. Also Menschen trauen sich vor eine Kamera, die es vorher nie getan haben, gar nicht für möglich gehalten haben, merken, das geht doch irgendwie, also kommen mit der Technik klar, weil sie jetzt teilweise dazu gezwungen wurden, dass gar nicht anders ging. Ja, es gehört ja auch eine Form der Liberalität dazu. Ich bin ja noch andere Generation als Sie. Bei uns war es so, wir sind ja so sozialisiert worden, immer Anzug, immer Krawatte, ja, immer einen ordentlichen Eindruck machen, ja, und das ich mal telefoniert hätte aus der häuslichen Umgebung und im Hintergrund hätten Kinder geweint, völlig undenkbar. Ja? Heute haben wir Gott sei Dank eine völlig andere Situation. Ja? In Homeoffice ist das spielende Kind, was plötzlich reinkommt, eine Frage hat, wieder rausgeht, normal. Ja. Ja? Und das ist gut so. Und das heißt, die Form, wie wir miteinander arbeiten und umgehen, ja, im Arbeitsbereich, ändert sich gerade. Und sehr viel nachhaltiger, als uns das ganz bewusst ist. Ja, es wird Gott sei Dank liberaler. Also aus dem Grund sind Sie auch, oder ist das ein wesentlicher Grund, aus dem Sie zuversichtlich sind? Und also Sie sagen ja nicht uneingeschränkt, klar, wir haben mal 10 Jahre versäumt, aber das können wir auch alles nachholen. Ganz so optimistisch ist das ja nicht.
Aber trotzdem passiert ja richtig was und Sie sagen ja auch, wie wir noch einigermaßen den Anschluss schaffen können. Also bei mir, meine Sicht ist sowohl als auch, mein Mitautor Conny Börsch ist ein bisschen optimistischer, sowohl als auch heißt Folgendes. Auch wenn wir jetzt gerade erleben, digitale Medien, Produkte, Technologien werden im Alltagsleben eingesetzt, müssen wir uns über eins im Klaren sein. Erstens, die Infrastruktur, auf der das Ganze arbeitet, ist im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig. Ja? Wir liegen innerhalb von Europa auf Rang 14, ja, was Connectivity, Datenübertragungsrate, Breitband, also Glasfaserkabelzugang etc., Rang 14. Ja. Wir waren mal die führende Exportnation der Welt. Wir gehören immerhin als Wirtschaftsnation zu den G7. Aber dann innerhalb Europas auf dem Rang zu liegen, ja, ist nicht gut. Und wissen, das Erstaunliche ist, wenn wir bei einer Fußball-Europameisterschaft als 14. nach Hause kommen würden, ja, da wäre der Bundestrainer schon zurückgetreten, bevor er überhaupt ins Flugzeug getreten wäre. Ja. Und der für Sport zuständige Innenminister gleich mit. Ist aber nicht der Fall bei dieser Frage der Technologie, bei dieser Frage der Infrastruktur und bei aller Hoffnung, die wir haben, also jetzt digitales Lernen von zu Hause aus und so weiter, ne, da müssen Sie sich auch zugleich vor Augen halten, wie denn die Ist-Situation in den Schulen ist. Ja? Wenn Sie sich damit befassen, also die fehlende Ausstattung, ja, dass dort keine Hotspots sind, und so weiter und so fort. Die Lehrer überhaupt nicht wissen, wie sie das einsetzen sollen. Dass nicht ausreichend E-Pads da sind und so weiter. Das ist schlimm, wenn man sich vor Augen hält, dass das die Bundesrepublik Deutschland ist. Ja? Und da hilft auch kein runder Tisch oder sowas. Wir haben in dem Buch ein 10-Punkte-Programm entwickelt, ja, wo wir sagen, das ist der Maßnahmenkatalog und jeden einzelnen Punkt hinterlegt. Das ist der Maßnahmenkatalog, den Deutschland braucht, damit wir wieder den Anschluss schaffen. Dann kann ich nur empfehlen, das Buch zu lesen. Also ich habe ganz interessante auch schon Reaktionen auch darauf gehört von, es ist gar nicht praktikabel, ist gar nicht umsetzbar. Klar, da weiß man wieder, in welche Richtung das geht. Bis hin zu, wow, ja genau, endlich und tut gut, das zu lesen. Ich würde das gerne noch als Abschluss für diesen fachlichen Teil stehen lassen und Ihnen noch einige Fragen zu Ihnen selbst stellen. Na klar. Denn das ist natürlich auch was zu einem Fachlichen, was Sie wirklich, finde ich, auf eine ganz handfeste Weise spannend machen und praktikabel machen, fern von allen Theorien, ist das eine Frage der Zuschauer natürlich auch. Sagt, oh, aber ne, wenn man schon mit Thomas Middelhoff spricht, dann ist es doch wichtig, nochmal einige persönliche Fragen vielleicht zu stellen. Und ich habe mich sehr viel im Vorfeld nochmal mit Ihnen befasst, soweit es möglich ist. Das sind natürlich immer einzelne Ausschnitte, die man sieht oder auch in ganzen Sendungen. Aber was ich beachtlich finde, ist, dass Sie eine unglaubliche persönliche Ruhe haben. Also dass Sie so in sich zu ruhen scheinen, dass Sie annehmen, was ist. Und dass Sie sogar gesagt haben, ich danke Gott, dass er mich ins Gefängnis geführt hat. Das habe ich in einer Sendung auf einem christliche Impulse, Spirit heißt die Sendung, haben Sie das gesagt. Das ist ja gerade für einen Manager bemerkenswert. Ich glaube, auch für viele Manager undenkbar, sowas zu sagen. Aber Sie gehen da mit einer Ruhe in diese persönlichen Themen rein. Also, damals, Sie wurden mal verurteilt. Das ist was, das muss man nicht eigentlich rausholen und wieder drauf rumreiten, weil irgendwann ist es auch erledigt. Aber bei Ihnen ist es ja, hat es ja so viel ausgemacht von der Persönlichkeit für Ihr ganzes Leben, dass es deshalb ein wichtiger Aspekt ist und Sie eher damit Mut machen, finde ich. Also ist das Ihre Vergangenheit, dass Sie einmal verurteilt wurden, etwas, was Sie letztlich tatsächlich als positiv bewerten können? Wenn man sagt, die damalige Verurteilung hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass ich der heutige Mensch bin, ja. Und um es weniger abstrakt zu formulieren, mich hat gerade berührt, was Sie gesagt haben, dieser Aspekt Mut machen. Das war ja ursprünglich auch gar nicht geplant von mir. Bei mir war es ja, also Bücher schreiben, ja, und zu bestimmten Themen.
Meine erste Reaktion war ja Verarbeitung dieses Schocks, ja, und darauf hinweisen, dass die Suizidkontrolle, wie sie damals praktiziert wurde im deutschen Gefängnis, nicht sinnvoll ist. So, das war das erste. Darf ich das ganz kurz erklären vielleicht einmal? Ja, klar. Also Sie wurden über 6 Wochen lang jede Viertelstunde geweckt mit der Begründung, das sei eine Suizidkontrolle. Weil Sie sagten für sich, aus den persönlichen Erfahrungen her, sowohl von Ihrem Glauben als auch von den eigenen Erfahrungen in der Familie her, wäre es für Sie überhaupt keine denkbare Option gewesen. Das hätten Psychologe wahrscheinlich schnell herausfinden können. Einige Tage oder Nächte lang ist das üblich, dass das in manchen Fällen gemacht wird. Soweit ich das herausfinden konnte, ist es absolut unüblich, dass über 6 Wochen und auch schwer vorstellbar, denke ich, für die meisten Menschen, auch für mich, jede Viertelstunde geweckt zu werden, was ja auch bedeutet Licht einschalten. Ne? Ja. Das möchte ich nur ganz kurz einmal erklärt haben, was das bedeutete, was ja erstmal so nicht so dramatisch klingt, Suizidkontrolle. Mhm. Aber also das war ja ein ganz dramatischer Eingriff und Schlafentzug gilt eigentlich auch als Folter, weil es ein Instrument ist, ohne einen Menschen zu berühren, mit dem man ihn nahezu brechen kann und körperlich auch sehr, sehr schwächen. Nicht? Ja, und ja, es war so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und als ich das zweite Buch dann anfing zu schreiben, ging es um den Aspekt der eigenen Schuld. Ja? Und weil ich zu dem Ergebnis gekommen war, bei dem ersten Buch, das war noch immer so ein bisschen, ich stehe da so im Mittelpunkt, ja, und mir ist ganz Schreckliches widerfahren und so weiter. Klar habe ich da schon eine reflektierte Haltung dazu gehabt. Aber da ging es auch vor allen Dingen um die Suizidkontrolle und hat diesen Aspekt der persönlichen Schuld nicht so in den Vordergrund gestellt. Und bei mir ist es so, ich glaube, wenn es um Schuld geht, ja, ich bin sozusagen an mir selber gescheitert, ja. Ich liebe ja immer das Amerikanische für die Beschreibung dieser Situation, dass da sagt, Ability takes you to the top and character keeps you there. Mhm. Ja? Also Einsatzfähigkeit bringt dich ganz nach oben, aber der Charakter hält dich da. Und mir ist so klar geworden, dass mir in der letzten Dekade meines Lebens der richtige Charakter gefehlt hat, um da zu bleiben, wo ich durch welche Dinge auch immer hingekommen bin. Und was jetzt als Wirkung sich dann herausstellt, von mir völlig ungeplant ist, dass sich relativ viele Menschen angesprochen fühlen durch dieses Buch, aber angesprochen fühlen in so einer Weise, dass die sagen, sie geben mir Mut oder sie geben mir Hoffnung oder können sie mir helfen. Und ich habe in dem zweiten Buch geschrieben, ursprünglich als Student, war ja nicht mein Lebensziel, ich will mal Vorstandsvorsitzender irgendwo werden. Mein Lebensziel war damals einmal das Ich-bin-ich-Prinzip und das andere war, ich will andere Menschen glücklich machen. Mhm. Ja? Und aus diesem Ich will andere Menschen glücklich machen, ist ein ziemlich großes Arschloch geworden aus der Sicht vieler, ja? Der wahrscheinlich auch ziemlich viele Menschen unglücklich gemacht hat. Und durch diese wundersame, sage ich jetzt mal, Inhaftierung und die Folgen dann, Tätigkeit in der Behindertenwerkstatt und so weiter und so fort, ist mir das eigentlich klar geworden. Und wahrscheinlich bin ich heute deswegen relativ ruhig oder auch deswegen relativ glücklich, weil ich das Gefühl habe, ich kann anderen Menschen helfen, ich kann anderen Menschen was mitgeben. Und es gibt kaum ein schöneres Gefühl. Und das Beste daran ist noch, dass ja mittlerweile es auch so ist, dass an Universitäten und so eine gewisse Nachfrage ist, ja, nach den Learnings, die ich da halt gehabt habe. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, junge Menschen hören einem zu und die verstehen das auch, was man denen mitgeben will, ne, dann ist das wirklich, wirklich beglückend. Naja, das ist ja, wenn Sie angehende Manager unter anderem, wenn Sie denen schon so früh eine andere ethische Sicht beibringen und nicht nur eine reine Konzentration auf den wirtschaftlichen Erfolg, dann ist das natürlich ein großer Erfolg, den Sie da haben, also ein großer Einfluss, den Sie da auch nehmen auf die Zukunft, weil jemand, das ist ja eine Art Priming, Framing, was da dann passiert, dass jemand von Anfang an vielleicht auch die Geschehnisse in dem schon ersten Unternehmen, in das er kommt, anders beurteilt, sagt, Achtung, Alarmglocken, ne? Da muss ich jetzt mal aufpassen, was vorher vielleicht rein auf den Erfolg ausgerichtet gar nicht unbedingt der Fall wäre. Ja, und das ist diese, ich sag jetzt mal, diese kritische Begleitung bezogen auf diese Verhaltenskomponenten, ja? Die fehlt wahrscheinlich in relativ vielen Konzernen, weil der klassische
Karrierist, ja, der konzentriert sich ja auf seine Aufgabe, ja, und liefern, ja, und ist systemkonform in weitestgehend. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich ist das so in großen Konzernen, ne? So, und gleichzeitig guckt er, was kann ich mir denn abgucken bei denen, die große Stars sind hier in diesem Konzern, ne? Das habe ich auch gemacht. Und das, was man sich abgeguckt hat, war zum Teil gut, aber zum Teil auch ganz mies. Ja, mies meine ich persönlicher Auftritt, der Anspruch, den man vor sich herträgt, dass man nur noch anfängt, um sich selber zu zirkeln, dass man echt anfängt, eitel zu werden. Ein schleichender Prozess. Sie sind auch nicht eitel dann per se oder über Nacht oder so. Aber Narzissmus, den haben sie vielleicht in die Wiege gelegt bekommen, aber wie er sich dann weiterentwickelt und wie stark, ist dann auch so eine Frage, in welchem umgebenden System sie arbeiten. Und ich glaube, wenn mir einer vorher mal mit dem Baseballschläger auf den Kopf gehauen hätte und hätte gesagt, du bist echt unmöglich geworden, ja, vielleicht wäre ich ja wach geworden früh genug. Ja? Also sie aber ja. So ist es mir halt im Gefängnis passiert, ja, dass ich wach geworden bin. Also es war für Sie gar kein Saulus zum Paulus-Wandel, sondern eigentlich waren Sie ganz in Ordnung mal, wenn ich das mal so grob zusammenfasse. Dann haben Sie sich selbst mehr verloren. Ist es das, was da passiert ist? Und Sie haben auf eine brutale Weise dann einen Stopp erlebt und wieder zu sich gefunden? Im Rückblick ist das so, ja. Ja. Und das Interessante ist eben, dass die leerste Phase, also innerlich leer sein, eigentlich die Phase war, wo ich den größten wirtschaftlichen Erfolg hatte. Ja. Wäre das denn möglich? Das finde ich ja ist noch eine spannende Überlegung. Meinen Sie, Sie könnten mit Ihren heutigen Gedanken und Ihrer Lebenseinstellung wirtschaftlich noch ähnlich erfolgreich sein als Manager? Also ich heute nicht mehr, weil ich in der Hinsicht gar nicht mehr motiviert bin, weil ich sage, ich habe alles gehabt und so. Ja. Das war, ich kenne also das ist auch wirklich langweilig, ne? Nee, aber ich weiß heute ganz genau, was ich hätte tun und lassen sollen. Ja, dass ich weiter dauerhaft zufrieden und nicht suchend, ja, und das nächste Abenteuer, nur weil man vielleicht ein bisschen gelangweilt ist, einzugehen. Ich glaube, dass ich genau wüsste, wie ich das korrigieren könnte. Also möglich ist es demnach schon, dass Sie sagen, jemand kann ja anständig und sehr erfolgreich sein. Und da gibt es ja auch Gott sei Dank viele Beispiele, ja. Aber ich meine jetzt nicht die opportunistisch sich irgendwo wo rumdrücken und. Nein, es gibt viele Beispiele erfolgreicher Unternehmer, die pointiert auch Stellung beziehen, ja, und trotzdem nicht größenwahnsinnig geworden sind oder drohen, größenwahnsinnig zu werden. Das Interessante ist nur, als ich dieses Buch Schuldig veröffentlicht habe, habe ich ja auch viele Reaktionen von Unternehmern gekriegt. Und erstaunlicherweise, gerade übrigens von schwäbischen Unternehmern, ist es so, dass die sagen, Herr Middelhoff, die Beispiele, die Sie dort hatten, immer das größte Hotelzimmer, immer dann Dings, besondere Behandlungen und so weiter, die treffen auf mich auch zu. Ich habe das auch. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, ja, da kam anschließend einer aus Westfalen, mittelständischer Unternehmer, immerhin 14.000 Mitarbeiter mit seiner Frau, und sagte, Sie haben das da gesagt, mit dem, dass Sie immer unterstellt haben, ich kriege das größte Hotelzimmer, wenn Sie einchecken, ja. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin auch so einer. Sie haben mich ertappt, hat er wörtlich gesagt, ich werde das nicht mehr tun. Und das ist jetzt nicht so für mich, wie als ein junger Mensch sagt, ich habe es verstanden, aber irgendwie schön ist es dann auch. Ja, ja, das ist schon viel, was Sie damit bewegen. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Middelhoff, für Ihren Besuch und nicht nur für Ihren Besuch. Das ist erstmal der räumliche Aspekt, sondern für unser Gespräch, das wir führen konnten. Sehr gerne. Hier bei Wirtschaft.tv. Thomas Middelhoff, das aktuelle Buch Zukunft verpasst mit dem 10-Punkte-Strategieplan. Eine absolute Empfehlung zur Zeit, wenn nicht eine Notwendigkeit. Und ein bewundernswert offenes Gespräch, das wir miteinander führen konnten. Das war's bei Wirtschaft.tv.